Buongiorno Scillati! Wir machen heute wieder ein Weihnachtshauptgericht. Und zwar ein sehr einfaches. 30 Minuten sind wir am Tisch. Und es kann gemacht werden, auch ohne vorher besondere Fleischstücke oder Zutaten gekauft haben. So ein Sort Last-Minute-Rezept für die, die noch am 24. um 11 Uhr ihre Einkäufe nicht erledigt haben. Fangen wir an. Der Protagonist ist heute Schweinefilet. Der kann man immer wieder frisch oder TK finden. Den machen wir mit einer schönen Gorgonzola-Soße und bereiten ein paar Beilage dazu. Eine davon, sehr weihnachtlich, sind Süßkartoffelsterne. Um wirklich in 30 Minuten fertig zu sein, müssen wir ein bisschen Gas geben. Wir setzen schon Wasser für die Bohnen. Die Bohnen müssen einfach die Spitze weggemacht werden. Und dann bereiten wir das Gemüse vor und machen wir den Backofen 200 Grad an. Wir nehmen die Süßkartoffel, wir werden sie schälen, in dünne Scheiben schneiden und dann mit den Plätzchenaufstecher einfach Sternchen aufstechen. Pinsele jetzt die Sterne mit etwas Olivenöl, dann kommt Salz und Pfeffer dazu. Die kommen im Backofen zwischen 15 und 18 Minuten bei 200 Grad. Den Verschnitt, den benutze ich für eine Kartoffel-Peanut-Butter-Suppe. Das Wasser kocht, unsere Bohnen kommen rein. Sehr gut gesalzen muss das Wasser sein und die bleiben da, bis die gegart sind, aber noch bissfest. 6 bis 8 Minuten. Während die Bohnen kochen, bereiten wir die Zwiebel, rote Zwiebel, grob geschnitten. Und dann ist es auch schon Zeit für das Fleisch. Wenn ihr genug Zeit habt, nicht vergessen, Zeit außerhalb den Kühlschrank ein paar Stunden vorstellen. Es ist immer besser, Fleisch vorzubereiten, wenn sie Zimmertemperatur hat. Unsere Zwiebeln sind fertig. Ich nehme sie mit am Herd, denn die kommen zu der Fleisch, nachdem sie angebraten ist. Und das ist, was wir jetzt tun. Also Herd, Butter und dann Fleisch anbraten. Nachdem das Fleisch scharf angebraten worden ist und die Zwiebeln dazu gekommen sind, lassen wir sie schmoren 15 bis 20 Minuten. Immer wieder rühren, damit es nicht ansetzt. Und wenn ihr nicht sicher seid, einfach probieren. Das Schweinefilet muss drinnen noch rosa sein, damit er zart bleibt. In der Zeit habe ich die Bohnen abgegossen, abgeschreckt und jetzt machen wir einen Klassiker. Und da sind Bohnen, Bacon, Päckchen. Thank you.
Ich schneide noch den Rest von dem Band. An diesem Punkt sollen die Süßkartoffelsternchen fertig sein. Ich mache den Backofen aus. Ich lasse sie aber noch drin, damit die warm bleiben. Das Fleisch ist kurz vor fertig. Ich werde den dann noch rausnehmen und 10 Minuten in Alufolie anpacken, damit sie wirklich juicy bleibt. In der Zeit machen wir die Gorgonzola-Soße. Die besteht aus Sahne und Gorgonzola. Der Gorgonzola muss einfach in der Sahne schmelzen. Super einfach. Und braten wir unser Päckchen in Butter 2-3 Minuten, damit der Bacon kross wird. Wir sind auch fertig. In der Soße kam noch ein Löffel Maisstärke, damit etwas dicker wird. Wir richten das Ganze jetzt an und ich hoffe in der Zeit, jemand bei euch hat auch den Tisch schon gedeckt, denn es ist fertig. Skelati, wir sind auch schon fertig. Wie ihr seht, sieht besonders schön aus. Es ist schön für Weihnachten, schön für einen Sonntag. Halbe Stunde sind wir fertig gewesen. Andere Weihnachtsvideo findet ihr in die Playlist Weihnacht 2020 und sowieso nicht vergessen, abonnieren, liken und Glocken aktivieren. Und ich probiere mal ein bisschen. Das Fleisch ist super zart, rosa. Die sind perfekt süß. Die schmecken ganz intensiv nach Süßkartoffel. Den Rest werde ich jetzt gleich auch essen mit Mr. Cameraman. Und wir sehen uns immer hier auf diesem Kanal die nächsten Tage. Ciao!